Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Marktübersicht und Analyse. Bevor wir starten, eine kleine Übersicht über die ICOs der letzten 4 Jahre. Hier kann man in der Grafik sehr schön die Entwicklung sehen, wie sich die ICOs und die Anzahlen von ICOs vor allem und deren Größe und Funding Raises, also wie viel Geld eingenommen wurden, schön die Entwicklung gezeigt wird. Am Anfang 2014 kam Ethereum, war das größte mit 19 Millionen Dollar, also Millionen Dollar. Ist ja, wenn man heute drüber nachdenkt, ein Witz, wenn man sich überlegt, was ICOs heutzutage einnehmen wollen mit ICOs, mit Projekten, wo nur ein Konzept hintersteht. Da kann man richtig schön jetzt sehen, wie das vor allem in 2017 explodiert ist. Ab Mitte 2017 kamen so viele ICOs und es sind immer noch so viele ICOs am Start, dass man wirklich aufpassen muss, dass man da nicht sein Geld blind irgendwo reinsteckt, weil das Angebot viel zu groß ist. Die Leute haben gesehen, man kann viel Geld damit einnehmen, aber ob es dann wirklich was bringt für die Unternehmen, so viel Geld einzunehmen, in der Hinsicht, dass die da eine Weiterentwicklung für das Konzept wirklich voranschreiten können, ist natürlich eine große Frage. Jetzt sehen wir langsam, wir kommen jetzt hier in 2017 rein. Anfang 2017 war es auch noch vergleichsweise ruhig. Man sieht, es kommen immer wieder kleinere ICOs rein, aber was ab Mitte 2017 dann passiert, ist natürlich der Wahnsinn. Das kann man jetzt hier gleich richtig schön sehen. Wie EOS, wie Filecoin. Filecoin war ja das größte ICO, wird gleich kommen. Wir sind jetzt im Mai, Juni und jetzt geht's los. Da sieht man es richtig schön. Einer nach dem anderen, einer größer als der andere. EOS mit 200 Millionen US-Dollar. Dann kommt Filecoin mit dem Rekord 257 Millionen US-Dollar. Tezos mit 236 Millionen US-Dollar. Das ist natürlich Wahnsinn, was da dieses Jahr abging. Wenn man mal vergleicht, was vor 4 Jahren mit Ethereum eingenommen wurde, 16 Millionen US-Dollar. Ist natürlich krass. Also fangen wir mal jetzt an mit der Marktübersicht. Wir sind im Moment bei 550 Milliarden US-Dollar, nochmal fast um 10% gestiegen in den letzten 2 Tagen. Die Bitcoin-Dominanz liegt bei 55% ungefähr. Bitcoin liegt bei 18.000 US-Dollar. Ethereum bei knapp 700 US-Dollar. Ripple 80 Cent. Cardano ist sehr stark gestiegen bei 28 Cent. Monero bei 324 Dollar, EOS bei fast 9 Dollar, auch sehr stark gestiegen in den letzten Tagen nochmal. Ja, der Markt ist natürlich wieder sehr bullisch und bei Bitcoin sieht das jetzt halt so aus, dass es kurz davor ist. Es scheint so, als wäre es kurz davor wieder auszubrechen. Wir haben uns das ja im letzten Video angeschaut, dass er sich hier in dieser blauen Box befunden hat. Das Allzeithoch wollte er nicht unbedingt knacken, aber hat es immer wieder versucht. Hat es jetzt geknackt. Also es sieht sehr, sehr danach aus, dass der nächste Ausbruch kommen könnte. Wenn man jetzt hier mal die horizontale Linie auf das Allzeithoch von vor ein paar Tagen da legt, das war ja bei 17.400 Dollar auf Bitstamp. Wundert euch nicht, von Exchange zu Exchange ändern sich natürlich die Werte. Ich mache das jetzt immer so, dass ich immer auf einer Exchange bleibe, dass wir da immer von der gleichen Zahl reden können. Also 17.400 war das Allzeithoch und ist ja hier in dieser blauen Box geblieben. Und jetzt sieht es wirklich danach aus, dass es scheint auszubrechen. Wie ist das Potenzial? Was man machen kann, ist natürlich, wir hatten ja hier dieses Hoch um 16.600 und der ist ja bis dann 12.800 gegangen. Was man da machen kann, ist als kleine Hilfe kann man sich hier so eine Linie mal einzeichnen, wie weit das denn hier ist vom Allzeithoch und diesem Tief da, das wir vor ein paar Tagen hatten. Und diesen Abstand können wir uns mal hier hochziehen und schauen, wie hoch das dann gehen würde. Das wäre dann ungefähr bei 22.000 Dollar. Das wäre für mich das Potenzial, wenn es wirklich jetzt richtig ausbricht in den nächsten Tagen und Wochen, dass man da hinkommen könnte. Das wären jetzt natürlich von diesem Punkt jetzt, wo wir gerade sind, wären das 20%. Das ist nicht sehr unwahrscheinlich, haben wir schon oft gesehen. Wäre möglich, wenn es wirklich ausbricht. Sieht sehr danach aus, als würde der Bitcoin auf jeden Fall nach oben schießen wollen.
Schauen wir uns Ethereum an. Auch Ethereum. Im Moment sind alle die letzten Tage natürlich ein bisschen, haben sich alle ein bisschen beruhigt. Kann man sehr schön sehen an dem Volumen hier unten. Volumen ging runter und sieht gerade danach aus, dass wieder dieser Trend wieder nach oben geht. Auch hier bei Ethereum wäre es natürlich schön, dass man das Allzeithoch knackt und danach kann es halt wieder auch sehr schnell hochgehen. Was wieder bei Ethereum gut ist, der 10er gleitende exponentielle Durchschnitt ist wieder durchbrochen worden, ist der Kurs liegt drüber und ist nicht weit weg davon, also sieht eigentlich ganz gut aus. Die Frage ist natürlich jetzt, ob die Altcoins, wenn der Bitcoin jetzt wirklich ausbrechen sollte, wie die Altcoins drunter reagieren. In letzter Zeit haben wir gesehen, wenn der Bitcoin sehr stark war, haben die Altcoins eher gelitten und sind dem Druck wirklich nicht stand geworden, konnten dem Druck nicht standhalten. Ripple können wir uns nochmal anschauen. Ripple hier. Bei Ripple sehen wir sehr schön, also wir hatten uns das ja hier angeschaut, wenn wir in den Tagesschart gehen, wir hatten ja hier so einen Kanal drin, der wurde durchbrochen, dann sind wir ja hochgeschossen, wie ich schon im letzten Video gesagt habe. Das waren sehr gute, fast 200%. Ja, 180% waren das. Und jetzt, wenn man in den 4-Stunden-Chart reingeht, sieht man sehr schön eine bullische Flagge, ist ein sehr schönes Zeichen, der wurde schon auch durchbrochen. Man kann hier schön sehen, das Volumen während der bullischen Flagge ist runtergegangen. Das heißt, Ripple hat sich so ein bisschen beruhigt. Die gleitenden Durchschnitte hatten Zeit, ein bisschen nachzuziehen. Und das ist auch passiert. Der gleitende Durchschnitt ist jetzt sehr schön an der Kerze dran und sieht auch danach aus, als würde es jetzt wieder nach oben gehen. Cardano. Dazu hat sich ja extra ein Video gemacht, was das überhaupt ist. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Als ich das Video vor einer Woche gemacht habe, lag der Cardano bei 10 Cent, im Moment halt bei Euro Cent und jetzt im Moment bei 27 Euro Cent. Hier haben wir den Bitcoin-Chart, da sieht man, dass das Allzeit-Bitcoin-Hoch hier bei 1600, 1700 Satoshi ist auf dem Weg dahin. Wäre super, wenn er das knacken könnte, dann könnten wir nochmal einen schönen Push sehen nach oben. Aber auch hier sieht es sehr gut aus. Vielleicht wäre es auch bei Cardano nicht schlecht, wenn man hier auf den Bitcoin-Chart guckt, wenn das sich ein bisschen beruhigt, dass so, dass die gleitenden Durchschnitte sich hier wieder, dass sie nachziehen können. Und hier auf CoinMarketCap können wir uns mal den Dollar-Chart mal anschauen, grob, wie es da aussieht. Also wie gesagt, der in meinem Video habe ich das gesagt, der ist seit dem 2. Oktober auf den Exchanges, hatten bei 2 Cent angefangen und in 2 Monaten hat er sich schon über 14, also 14-fach erhöht. Und hier sieht man das sehr schön. Letzte Woche war das hier bei 11 Dollar Cent und ist dann hier ausgebrochen und jetzt hier nochmal ausgebrochen für bei 28 Dollar Cent. Und ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wäre natürlich schön, wenn er hier ausbricht nochmal und das Allzeithoch Bitcoin übersteigt. Allerdings wäre es auch nicht verkehrt, wenn der sich ein bisschen beruhigt und sich die gleitenden Durchschnitte auch da anpassen können. Auch Verge ist sehr stark gestiegen. Verge ist ein anonymer Coin, ist im Moment auch sehr gehypt. Schauen wir uns das mal kurz an. Bittrex. Auch hier sehr schön. Wir haben hier einen Ausbruch und dann sieht man wieder hier, dass wenn sich das beruhigt, dass das Volumen runtergeht, das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen. Da wird nicht verkauft, weil Angst herrscht oder der Coin jetzt nur Pump and Dump ist, sondern da werden einfach nur ein bisschen Gewinne mitgenommen und dann geht es auch wieder weiter. Ist jetzt bei 27 Dollar Cent, auch Allzeithoch. Auch schön zu beobachten, wie es da weitergeht. Litecoin können wir uns noch abschließend angucken. Der ist ja auch in den letzten Wochen, in der letzten Woche hat sich ja verdreifacht fast. Der war ja bei 80 Dollar. Hier unten war der bei 80 Euro, sorry, 95 Dollar, ist hochgeschossen bis auf 340 Dollar. Und jetzt sehen wir wieder hier so eine Art bullische Flagge. Das Volumen geht hier wieder sehr schön runter. Hier kann man es ja sehr schön sehen. So.
Geht runter. Das hat er wieder durchbrochen. Der gleitende Durchschnitt ist unter dem Kurs im Moment. Auch ein gutes Zeichen. Auch hier kann es sein, dass er das Allzeithoch nochmal bricht. Ja, bleibt spannend abzuwarten. Wie immer sind das meine persönlichen Meinungen und keine Investment-Ratschläge hier. Also informiert euch immer lieber selber über die Coins und investiert halt nur so viel ihr verkraften könnt, auch zu verlieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal, um wirklich auch keine neue Marktanalyse und Übersicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.